So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Kristall. Oh yeah, am letzten Part haben wir die Arena daran von Fuxania City Janina besiegt. Wir machen einen Ausflug zu Paradia Topalabadia, um dort etwas Sozialkunde zu lernen. Und werden jetzt hier diesen ganzen Weg abgehen bis nach Lavandia. Das wird eine ganze Weile dauern, denn ich denke mal, hier sind ungefähr 5 Trilliarden Trainer unterwegs. Die Fachschuljunge Niklas mit seinem Knofenser wird der Erste sein, den wir herausfordern. Ich finde es immer noch schön, wie Knofenser seinen Hals shake. So richtig, shake it, shake it, shake it. Wunderbar, Shake Shake, wie Marina aus Mischief Makers sagen würde. Kennt das noch jemand von euch? Ach, ein wunderbares Spiel von N64. Naja, aber wollen wir darüber jetzt nicht reden, sondern reden wir lieber darüber, wie dieses Flammenrad das Knofenser vollkommen verkokelt und ja nur noch ein Häufchen Asche hinterlässt. Und Regaria, da darf man doch glatt mal wieder raten, was das nächste Pokémon sein wird, oder? Ich sehe das offiziell als Troll an. Eigentlich müssten wir jetzt so schnell wie möglich nach Azura City aufmachen. Ich meine, wir haben gerade abends, das heißt, ich könnte einen Mirabla fangen, aber gut, das ist ja nicht so, als wäre das der letzte Abend, der jemals wieder stattfinden würde. Stell dir mal vor, es wäre für den Rest eurer Tage nur noch Tag. Also, nee. Das muss ja nun auch nicht sein. Mit Sazedia, gleich ist natürlich auch andersrum. So. So sieht das also aus, Sazenia. Ist das so, ja? Ja, so ist das. Okay, alles klar. Dann will ich nichts weiter gesagt haben, außer Dankeschön für deine Mitarbeit. Sazenia wurde besiegt. Und bringt mir jede Menge Erfahrungspunkte. Tja, Niklas. Meine Güte, du bist unheimlich stark. Ja, und ich möchte mich immer noch weiter darüber wundern, was für Pokémon die Schulkinder hier teilweise haben. Richtig heftig. Die sind voll ausgestattet. Ich träume davon, mit meinen geliebten Vogel-Pokémon zu fliegen. Das ist toll, dann zeig mal, was für Vogel-Pokémon du hast. Mir fällt aber spontan noch kein Vogel-Pokémon der zweiten Gen, welches nicht fliegen lernen kann. Vielleicht hat er ja so eins. Ein Ibitak, na gut, dann steig auf den Rücken los. Hau rein oder häng dich an die Krallen oder sonst was. Flieg mit deinem Ibitak, flieg, aber fliege. Flieg, aber fliege, ja, das ergibt bestimmt irgendwo Sinn in irgendeiner anderen Dimension. So, weiter nochmal hier, Flammenrad, Vulkanos on fire, literally. Und wird diesen Ibitak mit einem einzigen Schlag nicht besiegen. Mit einem einzigen Schlag schwächen. Das wollte ich natürlich eigentlich gesagt haben. Ne, er leidet 2 Treffer erstmal hier. Wunderbar. Mehr brauchen wir da auch nicht. Also ne, brauche ich wirklich nicht. Ich kann die echt nicht gebrauchen jetzt hier. Fukano, zack, Geld, Erfahrungspunkte ohne Ende. Und der Vogelfänger schickt ein Ibitak ins Rennen. Erneut. Warum denn ein Ibitak? Ein Ibitak! Weil Ibitak cool ist. Oh, Level 35. Das ist aber ein kleiner Unterschied zu dem vorher. Na gut, aber es bringt deswegen auch mehr Erfahrungspunkte. Es ist immerhin 6 Level höher, nicht wahr? Naja, selbst wenn es ein Level höher wäre, würde es mehr Erfahrungspunkte bringen. Aber trotzdem wollen wir das einfach mal ganz speziell betonen. Na, da reicht ein Flammrad natürlich erst recht nicht aus. Furienschlag geht daneben. Meine Güte, das spielt uns richtig in die Hände. Das ist ja... Man möchte schon fast meinen, der Gegner möchte uns einen Gefallen tun. Indem er seinen Pokémon einfach sagt, triff mal einfach nett, okay? Dankeschön. Und Ibitak wurde geschlagen. Schön, Battle 45... Chris, mein Name ist Vetter. Ich kann träumen, aber ich kann nicht fliegen. Naja, wie gesagt, du hast sogar 2 Ibitak. Das sollte eigentlich erst recht kein Problem sein. Ich fliege auf einem Taubos auch durch die Gegend. So, du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Ich würde mal ganz spontan sagen, dass ich es einfach mache. Bäm, Ultrigaria zerschnibbelt den kleinen Busch. Und führt mich zu einem Item. Wollte schon sagen, irgendwas muss hier sein. Ein AP+. Ein Item, was immer wieder gern gefunden wird. Auch für mich so persönlich, ne? Nur müssen wir mal schauen, ob wir so wirklich verwenden werden, ist eine andere Frage. Und auch Leute, ja, hier ist einer. Hi, wusstest du, dass Pokémon dich mehr mögen, wenn du sie an einem bekannten Platz trainierst? Okay. Ich finde irgendwie diese Sprites von den Wanderern oder Pokéfans oder was auch immer das hier sein wird, ist es ein Wanderer, oder? Nee, es ist ein Pokéfan tatsächlich. Was für eine gruselige Musik der hat. Aber irgendwie, beim Sprite, der Bauch, das sieht so hervorstechend aus irgendwie. Schon fast, als würde er sein Knie anheben. Keine Ahnung. Oder wie andere Dinge. Fukano, los! Ich würde sagen... Du schaffst das. Es ist zwar kein Psycho-Pokémon, was du hier bekämpfst, aber es macht bestimmt trotzdem viel Schaden, oder? Ja, natürlich. Vor allem, wenn Anton dann einfach denkt, ich schreie ihn an. Wie das so klingt, wenn Anton... What? Wenn Anton Kreide schreibt und uns, dann stelle ich mir sehr merkwürdig vor. Okay, dann machen wir gleich Bodycheck. Das sollte noch ein bisschen mehr reinhauen. Als der Biss. Ja, wunderbar. Fukano wird verletzt. Aua, das tut doch weh. Der fliegt eine Fliege ins Auge. Was soll das? Pokéfan Reinhold, sag du, was soll das? Wo traf ich diese Anton? Was ich denn hier? Jetzt sitzt das Ding auf meiner Brille. Hau ab! So. Penetrantes Viech! So, Hallöchen, was ist mit dir los? Oh, du bist ja gar keine Trainer. Chanera ist niedlich, aber ich habe keine. Ist das Deutsche Lehrer? Möchtest du es gegen meine Aerodactyl? What?
Okay, cooler Tausch, aber nein. Das wäre doch auch mal ein Pokémon, oder? Hier gibt es aber Chanera, glaube ich, sogar zu fangen. Nur halt ultra hardcore selten. Oh, ein Omod. Omod! Nee, aber das brauche ich nicht. Das hätte ich schon gerne, Eroteur. Ich wette, dass Chanera, also ich würde wirklich hart drauf wetten, dass das Chanera garantiert davonläuft, oder? Bestimmt, dass ob Chanera einfach an einem Ort bleiben würde. Ich bitte euch, Leute. Kommt schon. Nein, das kann ich dir sagen. Es war harte Arbeit, meine prämiertes Pokémon zu fangen. Okay, alles klar. So harte Arbeit wie mein Schluck Wasser, den ich jetzt nehmen werde. Oh, das war wirklich anstrengend. Ernst, der Typ ist wie mein Opa und dort stehe ich. Meine Güte. Meine Güte, die halbe Familie versammelt. Los, Fukano, mit deinem Flammenrad. Möchtest du bestimmt demonstrieren, wie stark du bist. Armes Bisasam. Es guckt so nichtsahnend. Schon wieder Bisasam irgendwie. Das ist auch relativ häufig schon, oder? Generell irgendein Pokémon dieser Evolutionsreihe. Level up! Herrlich, Leute. Ach, Fukano. Oh, Shiggy. Ich sehe schon, wohin das führt. Cool, dann wird er gleich noch Glumanda haben. Meine Güte, es gab mal eine Zeit, da waren die sehr selten. Das Shiggy hat einen komischen Gesichtsausdruck, wenn ich das mit dem mal anmerken dürfte. Finde ich persönlich, so ein bisschen. Rasierblatt und Wusch. Na, macht das viel Schaden? Natürlich macht das viel Schaden. Ist ja nicht so, als wären wir 15 Level höher oder so. Und hat das irgendeine Relevanz? Natürlich nicht. Außer nicht, dass wir das Pokémon leicht besiegen können. So, Glumanda besiege ich. Ich bin jetzt so rotzfrech, dass ich einfach mit Ultrigari hier drin bleibe. Glumanda hat gerade auch ein bisschen merkwürdiges Gesicht. Einen merkwürdigen Gesichtsausdruck eben gehabt. Während der Animation. So, der Zerschneider reicht selbstverständlich da aus. Gar kein Problem. Ernst wurde besiegt. Ist das euer Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Hätte seine Pokémon einmal weiterentwickelt, dann wären sie vielleicht sogar nicht direkt instant draufgegangen. Also, ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass ein Glutext und Zerschneider überlebt hätte. Wo sind wir hier? Nördlich nach Lavandia, westlich nach Fuxania City. Okay, westlich. Ah, hier ist aber nichts, verdammt nochmal. Und eigentlich ist es eher östlich. Naja, gut, ist es schon nördlich. Aber erst ein Stück östlich und dann nördlich. Ich sollte zum Felstunnel gehen und mir ein Onix fangen. Solltest du tun, habe ich auch gemacht. Und mittlerweile habe ich ein überkrasses Stalos im Team. Und wenn ich sage überkrass, dann meine ich überkrass. Lieber Wanderer Holger heißt er mit seinem Sandama. Sandama, Sandama. Oh ja. So, Fukano benutzt das Flammenrad. Das hat doch ein Rad ab. Ich glaube auch, ein flammendes Rad ab. So, ich sollte gleich mal wieder Ultrigaria nach vorne setzen, denn das braucht die Erfahrungspunkte jetzt dringend. Und vor allem kommen jetzt hier, aha, wunderschön, kommen jetzt hier Pokémon, die Ultrigaria wirklich einfach so wegklatscht. Und die Fliege sitzt jetzt auf meinem Monitor. Mann, 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 verschwinde es doch einfach. Da wäre ich wirklich äußerst dankbar für. Rasierblatt, weiterhin. Ging Rasierblatt bisher eigentlich schon einmal daneben? Ich glaube nicht, oder? Vielleicht hat die Attacke hier doch 100%ige Trefferquote und nicht 95 für später. Das kann sein, aber ich bezweifle. Wahrscheinlich aber eher für nur Glück. Wahrscheinlich schon. So, Geowatz. Es kommt generell, glaube ich, selten davor, dass eine Attacke schlechter gemacht wird, oder? Also, Attacken, dass Attacken ein bisschen verstärkt werden, das kommt häufiger vor. Siehe Abschlag der 6. Gen. Aber die einzigen Beispiele, beziehungsweise das einzige Generationsbeispiel, was mir jetzt spontan direkt so einfällt, wo eine Attacke oder wo mehrere Attacken geschwächt wurden, war in der 6. Gen. Also siehe Surfer, Donnerblitz, Flammenwurf, Feuersturm, Donner, Blizzard. Oder der Blizzard auch? Doch, der Blizzard auch, oder? Naja, die jedenfalls alle. Halt von 120 auf 110, beziehungsweise von 95 auf 90. Deswegen umso fieser, dass Mondgewalt immer noch, dass Mondgewalt 95 haben darf. Nee, nee, nee. So, das war ein Critical Hit. Schöne Sache, das. Level Up für Ultrigaria. Dass ich sie echt so lange jetzt unterentwickelt dabei gehalten habe. Wunderschön. Ich habe verloren. Das ist auch irgendwas, was wir häufiger gehört haben in letzter Zeit. Die meisten sagen irgendwie alle das Gleiche. Ist hier irgendwo noch einer? Also die Route geht wohl doch ein bisschen schneller, einfach weil hier nicht mehr so viele Leute stehen wie früher. Das war doch gemein. Ich wollte da lang. Verbeuge dich vor meiner königlichen Pokémon. Von meinen königlichen Pokémon. Oh, Nidoking und Nidoqueen, oder? Wenn du jetzt nicht Nidoking, Nidoqueen, Golking, Sidraking oder sonst was hast, dann bin ich schwerst enttäuscht. Nidoking, Gott sei Dank, du darfst leben. Naja, beziehungsweise für einen kurzen Moment, denn gleich machen meine Pokémon kurz im Prozess mit dir. Ich habe Fukano immer noch an der Spitze. Ich wollte Rotigaria nach vorne packen. Mann, oh. Wollen wir erstmal diesen Nidoking beschädigen. Wird ein Flammenrad selbstverständlich überleben von einem Fukano, aber ein zweites Flammenrad wird fatal sein. Doppelkick, au. Au. Ich weiß, ob man auch da den Fußabdruck sieht von Nidoking.
Immer diese Poke-Fans, die an Pokémon Beeren geben. Die Beeren, die könnte ich gebrauchen, damit ich sie einem Miltag schenken kann. Denn dieses Miltag kann es dringender brauchen als dieses Nidoking, auch wenn es jetzt besiegt ist. Aber ich meine, es ist ja nur besiegt. Man geht einfach ins Pokémon-Center und schon ist alles wieder geklärt. Und das arme Miltag kann einfach nicht... warum geht das Miltag nicht einfach ins Pokémon-Center? Fällt mir gerade auf. Oh mein Gott! Das wäre doch aber irgendwie eine sinnvolle Alternative. Pass auf, ich versuche noch einen Fukano. Ja, wobei, warte. Ah, Moment. Kurzer Denkfehler. Lushoking war das mit der speziellen Verteidigung und nicht mit der physischen. Das mit der physischen war ja Lamus. Aber ich denke, er kann sowieso keine vernünftige Wasserattacke. Also passt das schon. Ja, okay. Wir werden es gar nicht... Wir werden nicht erleben, ob er eine vernünftige Wasserattacke hat. Und alle seine Pokémon haben Bären. Das ist konsequent auf jeden Fall. Da wären wir irgendwie ein bisschen zu nervig. Nach jedem Kampf wieder neu... Wow, warum hat der Volltreffer immer als zweites Fukano? Kannst du mir das mal verraten? Und ein Golking, Lushoking. Stimmt, das habe ich eben vergessen beim Aufzählen. Auf jeden Fall ganz viele King-Pokémon. Zidraking hätte er aber auch noch haben können. So, mein Freund. Heißen die im Englischen eigentlich auch so? Nidoking heißt auch... Also Nidoking heißt auch Nidoking. Golking. Ist das Golking? Golding, Golking. Golking, ich glaube... Da bin ich gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Und was war das andere schon wieder? Lushoking. Lushoking hieß Slowking, oder? Wie kannst du es wagen, meine Energie zu verspotten? Mach ich doch gar nicht. Slowking. Oder war das nicht Letaking? Letaking, stimmt, das wäre auch so ein Name. Slowking. Ich weiß gerade gar nicht, wie Lamus heißt mehr auf Englisch. Oh mein Gott, Leute, ich kenne die ganzen englischen Namen eigentlich, aber jetzt gerade nicht. Lamus ist auf jeden Fall Slowbro. Das ist aber immer so. Kennt ihr das? Das ist gerade exakt die gleiche Situation. Wie wenn... Slacking, ne? So heißt es. Slacking und Slowking. Ich glaube, die gibt's beide. Slacking ist Letaking und Slowking ist Lushoking, oder? Keine Ahnung. Naja, aber das ist genau so eine Situation... Ich möchte doch gegen mein Pikachu-Team antreten. Oh Gott, nein. Wenn man... Also man schreibt instinktiv irgendein Wort. Man denkt nicht darüber nach, man schreibt es einfach und es ist richtig geschrieben. Sobald dann jemand kommt, ey, guck mal das Wort kurz, ist es richtig geschrieben? Dann fängt man an, darüber nachzudenken und auf einmal weiß man es nicht. Man weiß es auf einmal nicht sicher. Das ist genau wie gerade. Man weiß es einfach so aus dem FF raus, würde man zack das einfach so sagen, aber wenn man dann auf einmal spontan darüber nachdenkt, hat man doch irgendwie Schwierigkeiten, wirklich die Lösung zu finden. Naja, ich kenne jedenfalls tatsächlich ein paar bei denen da. So ist bei mir ist es definitiv auch so und ja, wie ist es bei euch so? Kennt ihr die Situation? Ich finde das immer sehr... Es ist irgendwie lustig, aber auch manchmal nervig, je nach Situation. Es ist fast genauso nervig wie der Typ mit seinem Pikachu-Team. Der schmeißt mir echt 6 Pikachu entgegen. Hätte es nicht wenigstens 6 Carpador sein können, das wäre ja irgendwie ein bisschen stylischer gewesen. Wobei es ist Fat Pikachu. Er hat 6 Fat Pikachus im Team, Leute. Das ist eigentlich auch schon wieder ganz cool. Und knuffig vor allen Dingen. Und rund. Da möchte man ihn gleich in die Wangen kneifen und sagen, oh gut, mit seinem kleinen, dicken Team. Yeah, und wie es mir immer zuzwinkert und zuwinkt und alles Mögliche. Schön. Wir sind schon bald in Lavandia, fällt mir gerade auf, ne? So weit ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich vielleicht sogar über den Felstunnel nach Azuria City? Das kann natürlich sein. Ich meine, ich habe es gar nicht versucht, von Safrone City einfach nach oben zu gehen, aber wer weiß das schon so genau? Wer weiß das schon so genau, außer ihr, die ihr die Lösung wisst oder irgendjemand anders, der die Lösung weiß oder jemand anderes, der nicht ich ist, weil ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung gerade. So, wieder ein Pikachu. Warum tust du mir das an? So, was möchtest du da denn? Wie wäre es mit einem wunderschönen kleinen Rasierblatt? Ja, herrlich ist das, oder? Ich finde schon. Und dein letztes Pokémon, lass mich raten, ist ein... Oh mein Gott. Es wäre irgendwie cool gewesen, wenn das jetzt ein Raichu wäre. Aber, ja, er hat ja gesagt, sein Pikachu-Team. Ich meine, was läuft falsch bei dem Typen? Warum hat er 6 Pikachu im Team? Was verspricht er sich davon? Warum tut er das? Er muss dieses Pokémon einfach lieben. Ich meine, er hat ja sogar ein T-Shirt davon an. Pokéfan Jürgen. Und sein Sohn ist verkleidet wie eins. Biba, Pikachu. Okay, der Typ ist wirklich übertrieben durch mit den Nerven. Da ist nix. Wow. Wow. Das sah so verdächtig aus, dass er schon wieder unverdächtig war. Aber das kennt man ja. Das ist auch da, oder? Ja, tatsächlich. Absolut gar nichts. Oh nein! Agilität ist die wichtigste Eigenschaft von Vogel-Pokémon. Das behauptest du einfach mal so. Denn es gibt da keine Stallen im Vogel-Pokémon oder so, ne? Nein, gibt es natürlich nicht. Meine Güte, Vogelfänger Marco. Die wollen wir erstmal die Finger langziehen. Finger langziehen, die Ohren langziehen und die auf die Finger klopfen, das wollte ich sagen. Ja, auf die Ohren klopfen und die Finger langziehen. Irgendwas läuft hier falsch, Leute. Ist genauso falsch wie...
dass ich immer noch Fukanon-Spitze habe. Und Porenta, du hast sehr merkwürdige grüne Pixel in deinem Sprite. Das sieht extrem ungesund aus, wenn ich das nebenbei mal anmerken dürfte. Und wenn ich nicht darf, ist es mir auch egal, denn ich habe es gerade schon angemerkt. Kugelschlag trifft zweimal. Okay, trifft ausnahmsweise bei dreimal. Dankeschön. Und ich denke, ich werde Fukano aber gleich trotzdem mal vorne lassen, weil das ist gleich wieder ein Flug-Pokémon-Trainer und da möchte ich unbedingt mit meiner kleinen Pflanze antreten. Stell dir mal vor, da kommt irgendein Typ in eine Bussard, steht vor euch und was jetzt ihr? Setzt eine Sonnenblume dagegen ein, dann könnt ihr gleich einpacken. Ich weiß natürlich, dass Ultrigara keine Sonnenblume ist. Du hast mich aufgrund deiner Schnelligkeit besiegt und Porenta ist auch kein Bussard, aber es geht ums Prinzip. Schau dir mein Pokémon an, sieh ihre Farben und ihre Gefieder. Look at my Mon is amazing. Okay. Was hast du denn da Schönes? Wolf heißt der Kerl. Und er hat einen Tauboga. Wir haben einen Tauboss, mein Freund. Da würdest du aber wirklich große Augen kriegen. Du würdest lange Augen kriegen, hätte ich schon fast gesagt, gerade wieder. Ich hab's heute mit den Verwechslungen dieser Sprichwörter und den Durcheinanderschmeißen sämtlicher Fakten, Dinge und Theorien und Flammenräder. Flammenräder. Ich muss gerade an Feuerräder denken. Wieso das? Ich weiß es auch nicht. Ein Demosong. Von Rammstein. Bam! Einfach weggebissen. So. Und was ist das? Ein Ibitak ist das einfach so. Na gut, na gut, na gut. Ein Ibitak, kein Problem. Aber mein armes kleines Fukano wird gleich besiegt sein. Vor allem, weil es dieses Ibitak nicht mehr mitreißen kann. Aber Fukano hat sich gut geschlagen und Trigaria wird gleich den Rest erledigen. Vielleicht sollte ich trotzdem mal zurückgehen, um mich zu heilen. Ha, er ist verbrannt. Vielleicht greift er auch einfach nicht an. Doch, macht er. Er benutzt Verfolgung, weil er mich verfolgen möchte. Ich habe aber irgendwie keinen Bock darauf, verfolgt zu werden. Wer wird schon gerne verfolgt, Leute? Zerschnibbler. Bam. Einfach so den Flügel zerhackt. Das stelle ich mir schmerzhaft vor. Tut mir leid, aber das muss. Vogelfänger Wolf wurde besiegt. Verflixt, nicht gut genug. Bin ich der Einzige, der es ironisch findet, dass ein Vogelfänger Wolf heißt? Ha. Falls nicht, gut. Falls ja, auch gut. Will wissen, was da oben ist. Außer offensichtlich ein Busch zum Zerhacken. Der Hackfleischhassende Zerhackstückler Stück Hacker Habada. So, benutzt den Zerschneider. Hier sind wahrscheinlich einfach nur Schanera zu finden, würde ich mal ganz schwer vermuten. Wo sind die ganzen Trainer hier, die abhingen vorher? Die Trainer sind weg. Umso besser, dann kommen wir schneller nach Lavandia rein. So, was ist mit dir los, liebes Item? Calcium, einfach so. Ja, gespannt, ob das so jemand haben kann. Ich meine, unsere Pokémon sind schon ganz lange bei uns. Wir haben dementsprechend schon viele EVs. So, erhöht den Spezialwert. Welchen davon? Spezial von Impergator nimmt zu beides direkt. Wow, Calcium war damals ja richtig krass. Das heißt, hier gab es gar keinen. Was gab es dann hier nicht? Ja, das frage ich mich gerade. Was gab es hier nicht? Moment. Was ist in unserem alltäglichen Leben am wichtigsten? Keine Ahnung, Hähnchenfleisch. Weiß ich auch nicht. Warte mal. Calcium mit dem Spezialangriff, Carbon Init, Eisenverteidigung, Proteinangriff, KP Plus, logischerweise die KP. Ah, Zink, genau, da gab es ja noch gar keinen Zink tatsächlich, denke ich mal. Oder es gab beides, aber das würde mir keinen Sinn ergeben. Naja, egal. Besiegen wir dieses Garadoof einfach mal. Mit unserem Rasierblatt wird es wahrscheinlich nicht mal die Hälfte ab. Doch, wird, oh, ich bin da 50 Level höher hier. Scheiße, das war ein Volltreffer. Aber guck mal, ohne Volltreffer hätte sich die Hälfte abgezogen, Leute. Ja. Sag ich doch. Mensch, aber das wird viele Erfahrungspunkte bringen. Oh ja, Garados. Ein so toller Erfahrungspunkte-Spender. Blom, reicht zwar nicht für ein Level-Up, aber egal, da kommt eh noch eins, ne? Genau, wahrscheinlich nicht nur eins. Es wird wahrscheinlich gleich noch ein anderes sein, hinterherkommen gleich. Irgendwie Ultrigaria, also unsere Ultrigaria, ganz schön viel KP. Dafür, dass es nur Ultrigaria ist. Ich meine, vergleichen wir das doch mal ganz kurz mit den anderen Pokémon in unserem Team. Didium. Fuchtler. Au. Moment. Moment, das ist nicht unser Team. Nicht so ganz. Ja, guck mal hier. Das ist gar nicht schlecht. Ja, gut, es ist eigentlich nur Platz 3. Aber es hat mehr als Smogbock und mehr als Fukano. Und es entwickelt sich noch einmal. Ne? Das heißt, vielleicht überholt es sogar noch das ein oder andere Pokémon. Ziemlich sicher überholt es das ein oder andere Pokémon noch. Nein, wie kannst du es wagen, nicht zu treffen? Und egal, so viel dazu, es hat keine 100%ige Trefferquote. Der Traum ist tot, Leute, das war's, vorbei. Aber wir können nach Hause gehen. Brrrr, Rasierblatt, eine wunderschöne Animation. Muss ich mal sagen. Und damit ist Ultrigaria endlich auf Teamniveau. Herzlichen Glückwunsch. Wir können auch endlich mal wieder mit anderen Pokémon kämpfen demnächst. Noch ein Garados. Nee, nee, nee. Und der Typ ist auch noch Armin. Hier, das halte ich davon, Armin.
Bam! Volle Kanne auf das Garados und es wird, ja gut, solange es zwei Schläge sind, ist alles in Ordnung. Aua, der Fuchtler ist schon wieder. Das tut verdammt nochmal weh. Brumm, und da fliegen die Blätter nur so auf ihn zu. Er kann sich gar nicht wehren. Drinnen, schöne Sache. Tja, Angler Armin wurde besiegt. Die Antwort gibt es demnächst. Nach der Werbeunterbrechung, ja, wir können auch schon sagen, nach Ende der Folge. Yo, Christa, wie geht's? Hey, lange nicht gehört, Julian. Lange nicht gehört. Zu lange. Ich dachte schon erst, meine Mutter ruft an, weil wir gerade wieder einen Kampf hatten. Aber nein, das war Julian. Danke für diese Erfahrung. Ich bin der jüngere Bruder des Profi-Anglers. Wie ich sehe, macht dir Angeln Spaß. Darüber gibt's keinen Zweifel. Na, das stimmt doch, oder? Ja. Jawohl, genau wie ich dachte. Hier, Angelfreak, nimm dies, die super Angel. Angelfreak? Aber ich bin doch gar kein Angelfreak. Denk daran, du kannst mit verschiedenen Arten verschiedene Pokémon fangen und verschiedenen Angeln, ja, das ist mir klar. Das weiß ich doch. So, guck mal, jetzt bin ich tatsächlich schon hier. Route 12, Norden, Lavandier. Warte mal, hier war doch irgendwo... Hätte ich ja vorher hingehen können, oder? Kann das denn... Verdammt. Gegen den wollte ich nicht kämpfen. Ich wollte erst nach Orania City gehen. Oder fliegen, wie auch immer. Psycho Marcel möchte jedenfalls kämpfen. Okay, Marcel, dann sei mal ein Psycho und schick dein Owa ins Rennen. Ding, dadadigadam, dadadigadam, dam, dam. So. Zack. Einfach einmal durchschneiden oder war's mit Owa? Natürlich nicht in meiner Welt. Das war's aber mit Ultrigaria, weil die Konfusion, auch wenn's 16 Level tiefer ist, könnte ganz schön wehtun. Aber nicht so, wie ich es schon fast vermutet hätte. Sehr gut, ich dachte, das würde reichen, tatsächlich. Biaum. Wieder ein paar Punkte für Ultrigaria. Ah, der Typ hat auch noch drei Pokémon hier. Und alle sind Owei. Und mein Fukano ist natürlich besiegt. Ja, schöne Wurst. Dann benutze ich halt Smogmog. Smogmog mit seinem Gift-Attacken-Move-Angriff-Format. Wie auch immer. Schlammbad. So, und das war's für dich. Wunderbar. Bom, und gleich Level 47. Fürs... Oh, ein Kokowai. Ich riskier's, Leute. Ich gehe aufs Ganze. Ich finde aber doch, dass das Rechte total merkwürdig guckt. Guckt das euch an, wie es guckt. Es guckt einfach komisch. Ganz viele K-Wörter hier. Vor allem gucken, ne? Wow, Herr Shobaro. Gucken schreibt man auch mit K, genau. Egal, es geht um die Aussprache, Leute. Was anderes habe ich niemals behauptet. Und bevor ich mir weiter im Kopf und Kragen rede, dann beende ich lieber hier. Psycho Marcel, genau. Dankeschön. Punkt. So, Leute, das war Pokémon Kristall für heute. Beim nächsten Part machen wir genau hier weiter. Aber ich werde vorher zurückrennen und meine Pokémon geheilt haben. Oh, ihr werdet gar nichts davon mitbekommen. So, also wie gesagt, morgen geht's weiter, Pokémon Kristall. Bis dann. Ciao.